Das Diskmodell. Wie erkenne ich als Verkäufer einen S-Kunden? Heute wollen wir im dritten Teil unserer kleinen Reihe wieder mal einen kleinen Ausflug in die praktische Anwendung des Diskmodells machen und uns mit der folgenden Frage beschäftigen. Woran erkenne ich als Verkäufer, dass ich einen nach dem Diskmodell stetigen Kunden, also einen S-Kunden vor mir habe? Hier ist wieder Martin Auer von der Science Sales Academy und ich möchte Sie herzlich willkommen heißen zu den Themenvideos der Science Sales Academy. Heute mit der Folge 73 und dem Thema das Diskmodell. Wie erkenne ich als Verkäufer einen S-Kunden? Ein S-Kunde, ein stetiger Kunde also, ist vom Typ her eher ruhig und sehr besonnen, auch nett. Er braucht hundertprozentige Sicherheit, denn S könnte auch für Sicherheit stehen. Ein S-Kunde braucht Bestätigung, er braucht eine persönliche Beziehung zum Verkäufer. Er hört für gewöhnlich sehr aufmerksam zu und zeigt äußerst respektvolles Verhalten. Was ist die Erwartung eines nach dem Diskmodell stetigen Kunden an mich als Verkäufer? Ein S-Kunde will eine Antwort auf die Frage, was bringt es mir, und zwar in Sachen Sicherheit, Erleichterung der Arbeit, Wertschätzung für Mitarbeiter. Er will eine ruhige und freundliche Präsentation. Er möchte Beispiele und Garantien und Zusicherungen. Er möchte vor allem auch Bedenkzeit, und zwar ruhige Bedenkzeit. Die Aussicht auf persönliche Betreuung, auch nach dem Kauf, ist auch sehr attraktiv und reizvoll für einen S-Kunden. Was sollte ich als Verkäufer gegenüber einem stetigen Kunden in jedem Fall vermeiden? Ich sollte gegenüber einem S-Kunden alles vermeiden, was vom Persönlichen wegführt. Ich sollte eine Präsentation vermeiden, die nur auf Fakten und Zahlen beruht. Zu viele Optionen und Alternativen machen sich beim S-Kunden auch nicht gut. Vermeiden sollte ich auch hohe Dynamik. Das birgt nämlich die Gefahr der Überrumpelung oder dass sich der S-Kunde zumindest überrumpelt fühlt. Sie sehen, es ist gar nicht so schwer, das Diskmodell in der Praxis anzuwenden, oder? Wenn Sie mehr über das Diskmodell und dessen Anwendung in der Praxis erfahren wollen, dann empfehle ich Ihnen als nächsten Schritt Ihre persönliche Diskfibel. Diese gibt es hier direkt neben mir kostenfrei zum Download. Darin finden Sie auch einen Link zu Ihrem persönlichen Disk-Test mit Disk-Profil als Startpunkt für all Ihre weitere Beschäftigung und Arbeit mit dem Diskmodell. Wollen Sie kein neues Video mehr verpassen, dann abonnieren Sie doch einfach den Kanal der Science Sales Academy. Hier direkt über mir finden Sie den direkten Link dorthin. Sie wollen mehr zu den Themen und Seminaren der Science Sales Academy erfahren. Sie haben Fragen, Anregungen, Sie wollen diesen Beitrag kommentieren. Dann empfehle ich Ihnen den Kanal der Science Sales Academy und die Blogbeiträge auf der Homepage. Oder Sie rufen mich einfach an. Ich freue mich auf Ihre Kontaktaufnahme. Meine Kontaktdaten finden Sie auf meiner Homepage, der sciencesalesacademy.de. Vielen Dank fürs Zuhören und auf Wiedersehen. Bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt, einfacher, mehr verkaufen.